Hermann führt das Teilnehmerfeld an mit 760 Ringen, gefolgt von Yannick Schütz punktgleich mit Henning Lübkemann. 754 Ringe, hier haben die Xer ausgesagt, der Yannick hat 3 Xer mehr, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Der Dirk macht mir gerade noch mal ein bisschen Platz, bitte, vor der Anzeigentafel, vielen Dank. Um zu sehen, der Andreas knapp dahinter mit 753 Ringen und der Quirin 751 Ringe. Okay, alle haben ihre Bögen eingestellt, dann will ich gar nicht mehr lange reden und sage Start. Eine Minute, bitte? Linke oder rechte Scheibe, das ist egal. Welche du möchtest. Eine Minute Zeit und Start. Die Männer sind von der schnellen Truppe. Bitte auch hier am Flock bleiben, bis die Auswertung erfolgt ist. Bitte am Flock bleiben. Dankeschön. Das macht es uns ein wenig leichter. So, wir haben den Dirk Stuckmann. Der schießt eine 10. Top oder top? Auch Yannick Schütz hat sich den roten Punkt ausgesucht. Ebenfalls die 10 getroffen. Super. Dann der Henning Lübkemann schießt eine 4. Am nächsten Target Andreas Reuter. Eine. Und der Quirin knackt eine 5. Rotieren durch und machen sich bereit am nächsten Target. Okay, seid ihr bereit? Die nächste Minute für euren Treffer und Start. Okay, der Dirk geht zur Trefferaufnahme. Schütze an Bunny ist der Yannick Schütz. Er schießt eine 6. Eine 10 für den Henning Lübkemann. Bitte am Block stehen bleiben, bis die Trefferaufnahme beendet ist. Ihr verwirrt mich sonst. Nächstes Target, Andreas Reuter schießt eine 3. Der Quirin knackt eine 10. Und als letztes der Dirk Stuckmann schießt eine 10, auch für Dirk Stuckmann. Eine Minute ab jetzt. Thank you.
Okay, alle haben ihren Schuss abgegeben. Der Henning schießt mit 10. Henning Lübkemann, 10 Punkte. Am zweiten Tag ist Andreas Reuter, eine 10. Und eine 10 für den Queering Knack. Für Dirk Stuckmann. Und der letzte Treffer ist der Janik Schütz, eine 10. Die Männer lassen die große 10 leuchten. Wunderbar. Danke für das Handzeichen. Also eine Minute und Start. Wir haben für den Andreas Reuter. Ah, schade. Eben habe ich noch als. Leider 0 Punkte. Dann für den Queering Knark. Eine 10. Für den Stucki eine 4. Dirk Schuppmann. Nächstes Target von Janik Schütz. Schießt eine 10. Und der Henning Lübkemann schießt eine 10. Super, und ihr habt natürlich alle aufgepasst. Ich habe das letzte angesagt, aber jetzt kommt selbstverständlich der finale Schuss im Finale des Vulcano Masters. Okay, also der letzte Schuss steht an. Und ich sage Start. Der Queering Knark, eine 10. Der stand denn bloß am zweiten Flock, wer war das? Der war am zweiten Flock, Männer. Ich bitte nochmal zu euren Flöcken vor Freude. Habt ihr die Flöcke verlassen? Der Dirk schießt eine 10. Janik Schütz, eine 4. Henning Lübkemann, eine 10. Und eine 4 zum Abschluss für Andreas Reuter. Gratulation allen Teilnehmern. Kommen wir zu Herrengruppe 1. Hier habe ich auf dem 6. Platz den Christian Spura, bitte. Auf dem 5. Platz
Auch wieder ein Vereinskamerad, der Andreas Reuter mit 781 Punkten und 61 Zählern. Auf dem vierten Platz habe ich hier den Jannik Schütz mit 794 und 73 Zählern. Auf dem dritten Platz war ja ultra spannend gerade eben. Wieder von unseren Schweizer Freunden hier, der Quirin Knaak mit 796 Punkten und 73 Schüssen. Dann haben wir auf dem zweiten Platz den Henning Lübkemann mit 798 Zählern und 70 Xen. Alle abgeben. Ja, dann haben wir natürlich auf dem ersten Platz kein Unbekannter in unserem Land, würde ich mal so sagen, in unserem Bogensportland, mit 804 Zählern und 74 Xen, der Dirk Stuckmann.